Ah, habe ich mich jetzt gefreut, endlich durch. Und jetzt kommt hier jetzt gerade noch ein Job. Wahrscheinlich werden auch noch weitere kommen nach der Finalmission. Da muss ich noch mal gucken. Eigentlich habe ich dann keine Lust mehr weiter zu spielen. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was da noch kommt. Also. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077 hier auf dem PC, 196. Folge. Wir sind hier gerade, ich bin mal kurz etwas in der Welt rumgelaufen. Wir sind in unserem quasi Heim-Megatower und gehen jetzt mal ganz kurz wieder zurück zur Straße. Ja, tatsächlich, keine Ahnung. Erstmal in der gestrigen Aufnahmesession habe ich mein Ziel leider nicht erreicht. Ich wollte ja alles so fertig machen, dass wir jetzt theoretisch mit der finalen Mission hätten starten können. Aber The Highwayman ist noch übrig als letztes, zumindest aktuell. Bis jetzt hatten wir keine weiteren Sachen hier bekommen. Und tatsächlich, es gibt ja nichts. Ich weiß nicht, ob bei diesem Foto, was man damals in der Garage gefunden hat bei der Mission, ob man da irgendwie welche Hinweise, ne, man muss James finden und er ist irgendwo in der Welt. Und die Karte zeigt aber nicht an. Wo? Und deswegen habe ich mich natürlich jetzt erstmal bei meinem Freund YouTube bedient. Wir schauen uns jetzt diesen schönen Anblick an. Und ich werde das Video jetzt einfach im Hintergrund mal aufmachen, ganz kurz, damit ich mir auf der Karte angucken kann, wo das ist. Ist natürlich sinnvoll, dass wir so, jetzt ist er gerade bei der Garage, findet das Bild. Auch er, da war nichts. Da war nichts. Das Spiel hat einem auch nicht gezeigt, wo. Er zeigt es einfach nur auf der Karte, wo er ist. Und zwar irgendwo in der Stadt. Okay, da oben. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ja, hier ist das Ganze natürlich. So, irgendwo hier. Da kann ich euch genau zeigen, wo. Ist jetzt natürlich nicht toll, dass wir das so machen müssen. So, ich würde nochmal ganz genau wissen, wo. Okay, scheinbar genau hier. Genau hier. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Danach müssen wir uns noch mehr angucken. Aber das ist dann jetzt anscheinend erstmal der Punkt, wo er sein soll. Ja, das Leben ist verrückt. Bla bla. Egal. Reicht, wenn du hier stehen bleibst. Mein Freund. My friend. So, das wollen wir jetzt natürlich schnell hinter uns bringen, denn ich will natürlich die finale Mission anfangen und am besten heute auch noch beenden. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen der Wunsch. Muss ich nur gucken, wie weit ich heute komme. Ich kann es leider nicht sagen, ob das was wird. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, was soll das eigentlich? Also warum? Warum wird nichts angezeigt, wo man den findet? Ich meine, was erwarten die Leute? Dass man hier auf dieser Welt rumfährt, die ist ja nicht klein, wenn du keine Ahnung hast, wo du suchen sollst. So, und da ist tatsächlich jetzt der grüne Punkt. Also es ist tatsächlich so, naja, gut. Ne? Aber trotzdem, wenn man keinen Plan hat, sorry, das hätte besser laufen müssen. So, und hier ist er jetzt tatsächlich. Genau an dieser Stelle. Ich kann es auch nochmal zeigen. Hier ist die ganze Karte. Hier ist Watson und dann hier ist das Apartment, der originale Tower, ne? Und dann haben wir hier diese Brücke und dann ist das hier direkt, da sitzt er. Ja, aber finde ich persönlich auch schon so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Egal, so, da, James, los geht's. Der Typ auf dem Bild, bist du das? Wo zum Teufel hast du das her? Hab's neben Josies schrottreifen Bike gefunden. Will rausfinden, was mit dir passiert ist. Ach, bist du etwa ein Bulle? Dann lass mal gefälligst deine Marke sehen. Nein, ich bin kein Cop. Ich versuche nur, die Wahrheit aufzudecken. Mir ist was zugestoßen. Was Schlimmes, habe ich recht? Oh, shit. Die Tigers hatten Stress mit dir.
wollten sie raus aus der Stadt haben. Aber Josie hat nicht gehört. Sie wollte Rache, nachdem sie ihr das Motorrad zerstört hatten. Ich habe sie angefleht, es zu lassen. Aber sie hat das Bike von einem der Bosse gezockt. Sie kam, es flogen Kugeln. Mehr weiß ich nicht. Ich würde also sagen, ja, es ist was Schlimmes passiert. Hör mal, wenn du was rausfindest, lass es mich wissen, okay? Weißt du, wo ich suchen soll? Nein, ich weiß nur, dass sie in die U-Bahn geflohen ist, als es losging. Richtung Süden, die rote Linie von Japantown aus. Keine Ahnung, wo sie ausgestiegen ist. Das ist nicht viel, aber gut. Ich melde mich. Gibt's was Neues über Josie? Nein. Bei dir? Auch nichts. Okay. Und auch hier, also was ist das bitte für eine Mission? Jetzt haben wir den, also man muss den Knilch finden und jetzt muss man auch noch, ich meine, gut, man hat da so ein bisschen Tipp. Da schaue ich jetzt natürlich aber auch wieder auf die Karte. Wo find James? What happened to Josie? Genau. Wo sind wir denn hier? Da sind wir in dem grünen Bereich. Da muss ich jetzt auch nochmal gucken. Das ist dann hier in dem grünen Bereich. Irgendwo hier wahrscheinlich. Das gucke ich gleich nochmal. Im grünen Bereich. So, da haben wir genau diese Gebäudekette. Und genau bei diesem Punkt hier soll das sein. Da fahren wir dann jetzt erstmal hin. Ja, verschwinde. So. Also ich frage mich wirklich, was bei allen Missionen war doch sonst immer zumindest irgendein Hinweis. Aber hier ist ja wirklich nichts. Das ist dann noch für die Leute, die Bock haben auf so eine Schnitzeljagd oder so. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich will sie aber natürlich trotzdem abschließen und deswegen werden wir doch jetzt einfach mal hinfahren. Dann haben wir die noch abgeschlossen. Dann haben wir nämlich alle Hauptmissionen und alle Nebenquests erstmal fertig. Natürlich sind wir da trotzdem nicht bei einem 100% Game. Das ist klar. Das war aber auch nie mein Ziel. Habe ich auch schon in Folgen vorher gesagt. Aber ich hatte natürlich trotzdem Bock, da die meisten Sachen abzuschließen. Allein auch aus dem Grund, weil mir das Spiel nur mit der Story auf jeden Fall auch deutlich zu kurz war. Für den Preis. So. Wie gesagt, tut es mir natürlich jetzt trotzdem leid, dass wir das jetzt so mit der Hilfe von YouTube lösen müssen. Aber bevor ich jetzt hier irgendwie nochmal 20 Folgen rumrätsel, ohne dass da irgendwas Brauchbares bei rumkommt, ja, muss ich auch sagen. Habe ich jetzt nicht wirklich Lust. So kommt mir das bekannt vor. Genau, hier stand da auch der Typ. Da muss ich dann nochmal kurz Danke sagen an den Zafrostpad. Ja, bei dem habe ich mir das hier reingezogen. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wo der hingegangen ist. So, da ist der... okay, Moment. Da muss ich mal kurz gucken. Ja, Tatsache. Okay, jetzt weiß ich's. Und hier ist es Tatsache. Guck mal. Man muss hier hinkommen und hier ist doch Tatsache menschliches Blut mehrere Wochen alt. Und jetzt muss man einfach dieser Spur hier folgen. Was ist denn das? Hier? Aha. Okay. Ah, perfekt. Und hier haben wir was. Lesen. Der ist verblutet. James ist... es ist echt übel. Bin dahin, wo du gesagt hast. Und die Tigers haben gewartet. Sie haben geschrien, dass man das Motorrad zurück wollen. Und dann viele Schüsse. Bin entkommen, aber einen üblen Treffer abbekommen. Ich kotz Blut. Kann's kaum geradeaus gucken. Schwindelig. Kann nicht aufstehen. Wollte die Wunde verbinden, aber bin da scheiße drin.
Suche in Haywood nach einem Ripper, der das Maul halten kann. Wenn ich wieder halbwegs, versteck mich in der Garage bei dem Damm, weißt du, bis es wieder ruhiger wird. Aber wenn ich es nicht schaffe, hab das Motorrad versteckt. Maelstrom Revier bei All Foods. Da gehen die Tigers nicht hin. Such nach dem Geisterpferd. Torcode ist das Datum von, als wir uns kennengelernt haben. Hoffe, dir geht's besser als mir. Bleib stark. Ja, und da ist sie dann tatsächlich. Das war langsam. Hatte noch Zeit, sich die Fingernägel am Asphalt abzukratzen. Fuck. Schlimmer Tod. Einen guten gibt's nicht weh. Glaub mir. Gut. Naja, ich denke, dann haben wir ja das jetzt rausgefunden. Tatsache. So, finde James und konfrontiere ihn. Und jetzt zeigt er mir die Route an. Finde ich ja jetzt lustig. Aber es ist eine richtig krasse Mission. Seht, merkt ihr, was ich meine? Die ist gar nicht so klein. Jetzt müssen wir nämlich noch zu James und dann können wir noch das Motorrad finden, was die geklaut hat. Und das können wir dann, glaube ich, sogar haben, wie ich das da von dem Video mitbekommen habe. Wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus. Ein großes Dankeschön an diesen Typen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Werde ich dann gleich, wenn wir die Mission fertig haben, nochmal nennen. Ja? Will dann natürlich offen mit umgehen und sagen, wer uns hier aus der Scheiße gerettet hat. Fahren wir aber nochmal ganz kurz wieder zu James zurück. Jetzt ist natürlich schön, dass die Route da ist. So hätte ich es mir aber immer gewünscht. Das kann natürlich sein, dass das in diesem Sinne einfach immer noch ein blöder Missionsbug ist. Einfach weil die Mission wahrscheinlich nicht so viele Leute spielen, weil es ja nur eine Nebenmission ist, ist das bisher noch nicht so groß jemandem aufgefallen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Warum sollte es? Übrigens möchte ich mich entschuldigen für meine heute leider nicht ganz so vorhandene Stimme. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, aber ja. Also ich sag mal, um den Grund ganz einfach zu erklären. Gestern war für mich das Finale der Europameisterschaft. Und ja, ich war natürlich für Italien. Und Italien hat ja auch gewonnen, ist jetzt Europameister. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass die Schreie da schon ziemlich heftig ausgefallen sind bei dem Spiel. Ja, dementsprechend muss ich jetzt die nächsten Tage mit so einer Stimme leben. Josie ist tot. Und zwar deinetwegen. Was laberst du für einen Scheiß? Weißt du ganz genau, du hast sie in eine Falle gelockt, damit deine Chums sie kalt machen. Ich hatte keine Wahl, okay? Sie hat einen von den Bossen verarscht. Was sollte ich denn machen? Die hätten mich sonst kalt gemacht. Du hattest also eine Wahl. Du wolltest nur deinen Arsch retten. Was hättest du denn getan? Dich kalt machen lassen? Was glaubst du, warum ich jede Nacht hierher zurückkomme? Wegen der Aussicht? Es ist nicht leicht, mit so einer Schuld zu leben. Mir kommen die Tränen. Sie ist verblutet, Jamie. Langsam und schmerzvoll. Hat sich die Fingernägel am Asphalt ausgekratzt. Denk dran, jedes Mal, wenn du dein Scheißgesicht im Spiegel siehst. Ja, und jetzt wieder keine Daten für Dings. Da nehmen wir uns wieder das Video zur Rate, denn auch das hat der gute Kollege gezeigt. Und zwar Feind confront him. Genau, das Bike, das ist in Northside. Da können wir mal gucken. Watson, Westbrook, wo ist denn hier Northside? Hallo? Dumm. Watson. Westbrook. Stadtzentrum. Haywood. Santo Domingo. Irgendwo muss hier. Hier, ne? Nee. Versuch gerade diese Brücke zu finden. Und ich glaube, das hier ist. Und dann ist er genau da. Da soll das Bike stehen. Das wollen wir uns jetzt auch nochmal schnappen. Mission wollen wir natürlich beenden.
Wir werden jetzt auch keine Schnellreise machen, wir werden das jetzt einfach hinfahren. Wir machen heute die Folge auch ein bisschen länger, weil wir bereiten uns auch noch in dieser Folge auf die finale Mission vor. Die wir danach, denke ich mal, antreten werden. Ich werde danach nochmal ein bisschen die Zeit vorspulen, falls noch irgendwelche Leute anrufen oder so. Aber sonst werden wir dann in der nächsten Folge, wenn alles jetzt nach Plan läuft, die Mission im M-Bus starten, den Point of No Return überschreiten und dann einfach mal gucken, was passiert. So, das Schöne ist, den PIN-Code, den hat der Kollege auch gleich eingegeben in dem Video. Das heißt, das ist eine wunderschöne Lösung. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz hier hinfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich hier am Punkt. Jetzt gehe ich wieder ins Video. Genau, hier steht er ja jetzt. Wohin? Was hier? Ja, jetzt habe ich gerade was falsch gemacht. Ja, perfekt. Nicht mal dem Typen folgen kann ich. Irgendwo müssten Container stehen. Hier stehen Container. Hier? Ah, hier wird es sein. Tatsache. Hier ist die Garage mit einem PIN-Code. Den muss man jetzt eingeben. Und der PIN-Code, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz glotzen hier. Der PIN-Code ist... Na, was gibt er da ein? 0, 2, 1. Die letzte Zahl konnte ich jetzt nicht erkennen. Schön. 0, 2, 1, 4. 0, 2, 1, 4. Fahrzeug gekauft und tatsächlich gehört es uns. Tausend Dank nochmal an den Safrost Pad für die Musterlösung, wie es gemacht werden muss. Und jetzt haben wir hier tatsächlich dieses Motorrad. Nicht schlecht. Ziemlich nices Teil, muss man auch sagen, ne? Okay, so. Alles klar. Das kann ich mir jetzt auch holen, wa? Apollo, was haben wir da? Tatsache, da ist es ja. Nochmal ein weiteres Fahrzeug hinzugefügt. Ich verkaufe erstmal meine Waffen. Denn jetzt machen wir nochmal ganz entspannt alles. Mit Vorbereitung, denn ich will anfangen mit der finalen Mission. 1100, ja, ist egal. Das machen wir dann gleich. Hier müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht auch... guck mal, haben wir sogar eine Menge Sachen, von denen wir nicht mal was wissen. Ja, viel zu viel davon, ne? Hier 35 von diesen komischen Dingern. Hydration. Zack. Weg damit. Ja, das ist Blödsinn. Ja, das ist alles zu viel, das können wir alles gar nicht loswerden. Das ist das Problem. So, jetzt gehen wir ins Inventar. Erstmal ganz kurz gehen wir ins Journal. Hauptmission, ansonsten Fahrzeugmissionen und das war's. Hier ist nichts. Ich werde jetzt warten und zwar nochmal 24 Stunden. Gucken wir nochmal, ob ein Anruf kommt. Nö, es kommt noch mehr Geld. Ich warte nochmal. 24 Stunden. Ansonsten war es das erstmal. Kein Anruf. Gut. Dann sind wir Tatsache durch. Jetzt gehen wir in den Charakter. Inventar. Wir werden erstmal den Overall abmachen. So. Und jetzt werden wir nochmal die besten Sachen hier rauslegen, die wir haben aktuell.
Aktuell haben wir eine 60,7. Da haben wir hier nochmal eine 68. Das ist super. Zack. Mit Kamera sogar. Ja, nicht schlecht. Hier haben wir sogar noch einen Mod drin. Kritischen Schaden um 30%. Geil. So, den Rest, den werden wir verkaufen dann gleich noch. Wir haben hier als Oberkörper eine 151er Jacke. Da haben wir deutlich bessere Sachen. Die hier hat 168. Was müssen wir hier? 192 schon mal. Das werde ich schon mal hier reintun. Was haben wir hier? Boombreaker. Panzerung nochmal. Um 9000 oder was? Boah. Wir haben hier sogar noch ein paar Sachen. Immunität gegen Vergiften. Erhöht die Panzerung. Boah. Das ist ja voll geil. Hoho, Madrillo. Nicht schlecht. So, und jetzt haben wir Tatsache alles rot. Ja, Tatsache. Das ist dann wirklich das Beste, was wir haben. Das ist dann aber nochmal was. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das hier nehmen sollen oder Immunität gegen Vergiften. Wir sind eigentlich nie vergiftet gewesen, ne? Dann ist das nämlich auch erledigt. Als Brille haben wir auch noch was. Ja, guck mal, 58,8. Hier haben wir 61, 66, 66, 66. Will noch jemand 66 bieten? Ja, ist natürlich schade. Die hat natürlich ein bisschen geilere Sachen, ne? Bonusschaden gegen Gegner, Sauerstoff. Ja, die paar Sachen machen keinen Unterschied. Dann mache ich lieber das da. Und dann passt das. Erhöht die maximale Sauerstoffkapazität. Ja. Und dann haben wir hier nochmal 173. Haben wir auch was Besseres. Auch wenn das hier natürlich schön legendär ist mit den vielen Mods. 173, das hat 181. 183. Ja, 180. 188, ist aber was Blaues. Hat aber das Beste. Nochmal von 173 auf 188. Weil ich diese Jacke eigentlich ganz geil finde. Zumal die ja auch hier die ganzen Bonusteile drin hat, ne? Ganz ehrlich, ich lasse die, weil ich finde die einfach super. Hose haben wir 94. Da geht doch bestimmt mehr. Da geht 98. Da geht 108. Da geht 108. Perfekt. Die nehmen wir. 108 ist da. Und dann nur noch die Schuhe. Haben wir da auch noch was Goldenes jetzt? Leider nicht. Wir haben 90. Hier ist die 94. Das ist das Einzige, was besser ist. Dann nehmen wir die. 94. So. Da kommt dann wieder unser Overall drüber. Rasaka-Schutzanzug. Kann ich mir mal auch kurz reinziehen. Bah, nee. So, wir nehmen den virtuellen Overall. Finde ich, sieht in Ordnung aus. Besser zumindest als diese Scheißkombination. Ja. Damit werden wir uns, denke ich, mal zufrieden geben. So. Dann haben wir das erledigt. Dann. Die Waffe. Kann es sein, dass die irgendwie an Schaden verliert? Oder hat das was damit zu tun, dass wir, wenn wir Zeug eingeworfen haben, dass das dann irgendwie besser ist? Jetzt werden wir nämlich noch am besten mal hier bei den Upgrades gucken, ob wir hier für diese Waffe nochmal Upgrades fahren können. Und wir können es machen nochmal auf 899. Ansonsten fehlen uns hier leider die legendären Komponenten. Natürlich. Den Revolver können wir auch nochmal upgraden auf 982. Und auf 1020. Und auf 1059. So. Huch. Den habe ich jetzt aber noch, ne? Oder ist es bei 1059? Mods haben wir auch noch ein paar. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben hier den Phantom, die Schussrate um 5%. Wir haben hier noch einige Sachen. Erhöht die Chance, schadensbasierte Statuseffekte auszulösen. Was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden um 7, die Nachladezeit. Den kritischen Schaden nochmal. Wir machen hier nochmal kritischen Schaden drin. Den Schaden. Die derzeit ausgerüstete Bond. Okay, nee. Die Chance. Achso, ich muss. Achso, ja. So, Nachladezeit. Und nochmal ein bisschen mehr Schaden. So.
voll tuned, der Rest ist nur Pax. Das hier ist nochmal schadensbasierte Statuseffekte auszulösen. Das können wir vielleicht noch dann beim Revolver reinknüppeln. Das mache ich auch. Ansonsten haben wir erstmal alles. Ich will aber trotzdem bei Upgrades nochmal die Sniper ins Visier nehmen. Das geht leider nicht, alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir aber gut aufgestellt. Jetzt will ich noch ein paar Sachen loswerden. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit jetzt, die Folge noch, Freunde. Das muss alles passen. So, das sind wir alles losgeworden. Jetzt können wir hier eigentlich so gut wie alles... da haben wir gesagt, dass wir das nicht nehmen wollen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Übergabeort hat zum Glück wieder volles Geld. Perfekt. So, ich werde jetzt erstmal alle roten nur verkaufen. Das ist ja jetzt deutlich mehr geworden. Da können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was ablegen. So, nur aufpassen, dass wir nicht unsere ausgerüsteten Sachen nehmen. Das hier zum Beispiel ist Johnnys Hose, Johnnys Schuhe, die will ich natürlich behalten. Die haben ja einen Sammlerwert schon, so ein bisschen. Ja, ich werde sowas hier wegmachen. Das brauche ich alles nicht. So, jetzt muss man mal gucken. Atmungsaktive Salamanderjacke aus Segeltuch. Fällt mir sogar gar nicht so scheiße. Werde ich jetzt aber wegmachen, brauche ich alles nicht. Dann werde ich das wegmachen. Oh, das war's schon. Na, belastend. Ja, dann in dem Falle. Aber warte mal, kann ich da ein bisschen rumtricksen vielleicht? Wenn ich einfach einen Tag warte. Dann hier wieder verkaufen mache. Tatsache, man kann hier gut rumtricksen. Perfekt. Ja, die ganzen legendären Sachen sind jetzt natürlich belastend. Das hier, jetzt kommt ja wahrscheinlich jedes Mal die Meldung. Die werden wir jetzt natürlich alle... Was denn? Was los? Hast du... Achso, er hat wieder... Er hat wieder seinen Schaden. Genau, das haben wir ausgerüstet. Perfekt. Zeigt da ja an. Haben wir ausgerüstet. Die haben wir nicht ausgerüstet. Die kommt weg. Wir haben so viele legendäre Sachen. Das ist Wahnsinn, ne? Alles kommt weg. Ich will alles aufgeräumt haben, so wenig Gewicht wie möglich mitnehmen. Vielleicht kriegen wir noch richtig geile Sachen da. Da will ich auf jeden Fall nichts dabei haben, was wir nicht unbedingt dabei haben müssen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Boah, das war's schon. Alle so teuer, ne? Boah. In dem Falle finde ich es schön, dass dieser Glitch hier funktioniert. Zwar jedes Mal, finde ich super. Aber da gehen die 20k. Aber mal so schnell weg. Aber kein Problem. Wir nehmen uns die Zeit, hatte ich gesagt. So, zack, zack, zack. Da geht schon wieder fast nichts mehr. Jetzt kommen die bisschen billigeren Sachen. Nee. Weil es ist ja Johnnys. So, das ist die Samurai-Jacke. Ja, wir verdienen ja so viel Geld jetzt auch nur durch diese Scheiß-Sachen, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? So, Maelstrom-Jacke, Netrunner-Jacke, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. So, jetzt die ganzen anderen Sachen. So, zack. Johnny. Overalls. Sagen brauche ich nicht. Asaka, naja, das behalte ich mal. Das brauche ich aber nicht, das brauche ich nicht, das und das noch nicht. So, langsam sind wir doch da, wo wir hinwollen. Ein schön aufgeräumtes Ding. Genau, jetzt haben wir unsere Ausgerüsteten, die von Johnny. Und das passt. So, hier, das werde ich jetzt auch noch alles verticken, Alter. Das brauche ich alles gar nicht. Hier, diese Scheiße. Das ist alles viel zu viel. Das haben wir alles eingesammelt. Das brauchen wir gar nicht. So ein
Bullshit, das dauert jetzt natürlich auch alles ein bisschen, aber wie gesagt, wir machen das alles heute. Ja, sind jetzt gerade mal 10 Minuten drüber. Machen wir nochmal 5 bis 10 Minuten. Dann können wir nämlich nächstes Mal durchstarten. Diese ganzen Tränke hier, die brauchen wir alles nicht. Was für ein Gesöff. Alles Gesöff. Kann ich hier nicht irgendwie alles verkaufen, irgendwie? Nee. Guck mal, wir sind bei 146 Gewicht, ne? Das ist doch so geil. Das ist doch so gut. Ich werde die ganzen Flaschen verkaufen und dann ist es erstmal okay. 144 Gewicht, können wir nochmal gucken, ob sich da auch nochmal was ändert, wenn ich jetzt hier ein paar Sachen noch loswerde. Ja, Tatsache. Das ein oder andere Kilochen, die wird man dann hier auch los. Doch. Boah, Ananas-Pizza, sofort. Weg. Sofort, Alter. Hoho. Water. Real Water. Klassik. Still. Ah ja. Was ist das hier? Pitaro. Verringert das Bewegungstempo. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Ah. Soll ich mir irgendwelche Scheiße noch reinballern hier? Wir müssen jetzt auch nicht alles verkaufen. Ich glaube, wenn wir die ganzen Flaschen jetzt noch losgeworden sind, dann reicht das auch erstmal. Ich will nur ein bisschen Platz haben, um mögliche geilere Sachen nochmal hier, hier zu snacken während der Finalmission. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir einen guten Job gemacht. Wir haben jetzt nochmal die besten Rüstungen. Wir haben unsere Waffe nochmal ein bisschen hochgepusht. Ich werde wahrscheinlich mir nochmal einen neuen Spielstand erstellen. Auf dem jetzigen Stand dann nochmal. Dann werden wir mit dem noch weiter spielen. 131. Man verliert ja schon gut nochmal was an Gewicht, ne? Das brauchen wir alles nicht. Ja, wird die Tragekapazität um 15%. Ja, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts hier. Diese temporären Dinger, da habe ich keinen Bock drauf. Können wir mal schön wegkippen. Okay. Ja, wir haben immer noch viel Zeug. Also werde ich das jetzt nochmal machen. Essen. Eigentlich können wir alles verticken. Ich kann nur leider nicht einfach auf Verkaufen tippen. Das ist das Problem. Granaten haben wir schon ganz gut aufgeräumt. Hier können wir aufräumen. Das brauchen wir alles gar nicht. Hier, das ist. Können wir alles loswerden. Da werden wir aber nichts für bekommen. So, da kann ich ja noch behalten hier. Habe ich hier noch irgendeine komischen Scheißdinger, aber das ist ja egal. Hier habe ich noch irgendwas. Bestienmodus, Cyberware Mod, naja. Egal. Bei hier muss noch was weg. Überall, mehrere. Das kriegt mich auf. Okay, Freunde, es reicht. 126 Gewicht. Traum. Super viele Reserven. Und jetzt nochmal die letzte Abnahme. Ha! Und da kommt Tatsache noch ein neues dazu. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Hier kommen Tatsache scheinbar mit jedem Level kommen immer nochmal neue Sachen. Tut mir leid, Freunde. Aber dann wissen wir noch, was wir heute noch zu tun haben. Scheint aber scheinbar das Einzige zu sein. Das machen wir jetzt noch. Nehmen wir uns die Folge und fahren dann noch bis ins Embers vor. Wieder dem Wie besser. Ja. Ah, habe ich mich jetzt gefreut. Endlich durch. Und jetzt kommt ja jetzt gerade noch ein Job. Wahrscheinlich werden auch noch weitere kommen nach der Finalmission. Da muss ich noch mal gucken. Eigentlich habe ich dann keine Lust mehr weiter zu spielen. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was da noch kommt. Also
Ja, nochmal eine Dispatcher-Mission. Naja. LCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Martin Street. Maelstrom hat sich in der Gegend festgesetzt. Mit dabei ist Kaiser Herzog, genannt der Chirurg. Er ist vorbestraft wegen unlizenzierter Arbeit als Ripper-Dog sowie Mordes, wofür er zum Tode verurteilt wurde. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Eliminierung von Herzog und Maelstrom. Okay. Jo. Erledigen hier noch. Leute. Hat aber gute Sachen, du. Wild, Wild Watson. Das war's dann scheinbar auch. Hier ist die Errungenschaft für diesen Bezirk. Sehr schön. Das war's dann. Wir sammeln nichts ein. Wir sammeln nichts ein. Das Symbol ist weg. Wir gucken nochmal ins Inventar. Ja, das werde ich jetzt hier fallen lassen. Genau, 1200 jetzt auf einmal. Das ändert sich irgendwie immer, je nach... Wahrscheinlich habe ich im Kampfmodus mehr oder so. Okay, also jetzt nochmal ganz von vorne. Wir gehen auf die Map. Wir aktivieren erstmal den Filter für Nebenbeschäftigungen. Nichts, 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 nichts. Überall nichts. Das sind ja nur die Fixer. Alles nichts. Die sind durch. Dann aktivieren wir nochmal die für Missionen. Auch hier nichts. So, dann würde ich sagen, bevor nochmal eine neue kommt, fahren wir jetzt endgültig zum Hanako, zu der Hanako-sama. Dann ist die Folge auch abgehakt. Und dann erkläre ich das Spiel jetzt hiermit offiziell erstmal für gespielt. Wir starten dann die finale Mission in der nächsten Folge. Munition haben wir auch soweit nochmal alles da. Sorry, ciao. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt so gespannt, ne? Ich bin so gespannt, ich habe so Bock drauf. Ganz ehrlich. Ich habe so Bock drauf, ohne Witz. So, aber das Wichtigste zuerst. Ja. Ich hoffe mal, das geht auch so. Jawohl. Sorry. Mussten da jetzt fahren, ne? Na, egal. Na, guck mal. Perfekt. Ich bin so hyped, Freunde. Nächste Folge geht es los. Es geht los. Die letzte Mission. Beziehungsweise eine Missionsreihe wird es ja sein, ne? Das ist ja nur der Point of No Return. Ich kenne das ja auch bei einigen anderen Spielen, dass da erstmal nochmal so eine komplette Line dann kommt, aber die man dann halt durchweg spielt. Junge, bin ich heiß jetzt drauf. Ich wollte das unbedingt heute noch machen. Wenn ich heute ein bisschen länger zocke wie sonst. Ist mir egal. Ah, jetzt kommt hier doch noch was, ja? Danke nochmal, im Ernst. Du hast keine Ahnung, was für ein gutes Gefühl das ist, aus dem Haus zu gehen und mich nicht mehr ständig verfolgt zu fühlen. Wie, du bist super. Ah, das haben wir noch gerne. Okay, gut, das hat sich dann auch erledigt. Das ist super. Wenn du mal in Tokio bist, sag Bescheid. Ich zeig dir alle Nova-Clubs der Stadt. Du hast echt was gut bei mir. Danke fürs Angebot. Irgendwann vielleicht. Ja, sehr schön. Klar, wann immer du willst. Wenn mich jetzt einer dumm anmachen will, ha. Okay, bis dann. Ja, die war echt nett. Muss man auch sagen. Super, dann haben wir das auch noch erledigt. Perfekt.
haben wir jetzt wirklich aktuell alles fertig, was wir zum Zeitpunkt machen können. Wie gesagt, wahrscheinlich sind doch noch so ein, zwei Sachen offen. Ich glaube auch nicht, dass wir in jedem Stadtteil diese Errungenschaft bekommen haben, dass wir alles erledigt haben. Deswegen glaube ich sowieso, dass da danach wahrscheinlich noch was sein wird. Aber es ist jetzt erstmal egal. Freunde, das war's von dieser Folge. Da ist der Eingang. Der Point of No Return, das Embers. Was wir schon vor fast 100 Folgen betreten wollten. Und jetzt ist es aber... Ja. So, ich mache nochmal einen neuen Speicherstand. So. Alles klar. Das heißt, das hier ist jetzt der Stand. Den ich überschreibe. Das ist jetzt der Save 2. Und der Save 0 wird jetzt der Stand sein, mit dem wir weiterspielen werden. Und ich habe dann trotzdem noch einen Speicherstand, falls man irgendwie nicht richtig durch die Mission kommt. Oder falls man danach nicht mehr weiterspielen kann richtig, dass ich dann hier trotzdem nochmal theoretisch was machen kann. Freunde, in der nächsten Folge starten wir dann die Mission Nocturne OP 55N1. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.